weiter geht's heute mit dem Bus Simulator 21. Ja, wir machen heute wieder ein bisschen mal etwas, wo wir tatsächlich nur wahrscheinlich eine Folge brauchen. Wir sollen eine Route erstellen. Wir sollen heute Kerstadt, das ist hier, Winfield Ost, Winfield West und den ZOB mit mindestens einer Route schaffen. Und dann ist es auch schon erledigt, weil wir brauchen danach den Zeittag. Sprich, wir fahren einmal die Route an und dann ist es schon erledigt heute. Also wir brauchen nicht lange. Fahren wir mal. Winfield Ost. So. Das ist also quasi hier. Die Kerstadt Kirche. Winfield Ost. Winfield Ost, Winfield West. Winfield West. So, also Winfield Ost. Ost. Winfield West. Winfield Ost und ZOB. Und dann zum ZOB hoch. Der ZOB ist hier oben. Zentraler Busbahnhof. Es sind eh nur vier Haltestellen. Kerstadtkirche, Winfield Ost, Winfield West, ZOB, fertig. Das ist nicht. Zahltag. Bumm. Das ist die Mission. Expansion. Ja, mehr brauchen wir nicht. Expansion heißt die Mission. Bam. Dann nehmen wir dafür die 21. Farbe ist egal. Bam. Ende rübernehmen. Und wir brauchen erstmal Zeitvorsprung. Wir fahren das ganze Ding nämlich am Tag. So, anwenden. Bam. So, wir fahren jetzt die Expansion. Den Alexander Dennis sollen wir dafür nehmen. Alles klar. Komm, wir machen heute mal einen kurzen Tag haben. Machen wir heute mal ein bisschen was anderes doch. Wir kaufen einen neuen Bus. Ich hüpfe mal ganz kurz zum Dealer meines Vertrauens. Gucke das sehr jetzt. Oh, ich muss kurz so gucken. Das ist die Gierstadtkirche. Ach, der Airport hat schon Stufe 2. Nö, ich gucke gerade trotzdem was. Gucken, machen wir. Aber da sehe ich nur den einen Dealer da oben, oder? Okay. Naja, why not? Gucken wir mal. Wollen wir doch noch was auf der Busse so haben. Ob wir was Cooles haben, was Interessantes haben. Da wir ja schon den ersten Teil der Mission abgeschlossen haben, der wir die eine Route erbaut haben. Das ist nämlich vier Haltestellen. So. Haben wir denn Schönes? Ach, guck mal, wir haben tatsächlich einen Gelenkbus. Wir haben tatsächlich schon einen Gelenkbus. Dann werden wir den noch fahren. Und den werde ich mir kaufen. Eine Citaro als Gelenkbus. Na, cool. Ich bin tatsächlich das Ding schon in Real Life gefahren. Nur so nebenbei. Wir sollen einen Gelenkbus kaufen. Wir machen das. Also ich kaufe einen. Die Route wäre die Expansion. 21. Ich nehme den Alexander Dennis raus und plane mir dafür eine Citaro. Boom. Mit dem Citaro geht's rüber für uns nach Kerstadt Kirche. Und holen uns den Gelenkbus und dann fahren wir das ganze Ding einmal an, holen uns den Zeittag und schließen schon damit diese Mission ab. Lass mich raten, die Fußgänger stehen hier auf der anderen Seite. So, Expansion, jetzt fahren. Ja, welche Überraschung, dass ihr Sicker auf der anderen Seite steht. Also, ich kann hier nicht wenden, das ist das Problem. Wenn ich die Laterne da nicht wäre, das kann. Oder komme ich da rum? Nee, ne? Scheinbar nicht. Ich glaube. Ah,
Könnte enge werden, aber es könnte funktionieren auch. Es wird sogar funktionieren. Mit der Ansage. So, warte. Guck mal, es klappt sogar. Und es waren nur 2 Euro, die mich das Ding gekostet haben. Die Bus-LED, letzte Haltestelle. Und Moinsen. So, die Haltestelle hat nur 4 Haltestellen. Dieses rote hat nur 4 Haltestellen, das ist klar. Man braucht auch nicht so lange. Und dann haben wir schon geschossen. Wir holen uns Sonntag und dann haben wir sie schon durch. So, Kerstadt besteht übrigens aus 2 Dings. Und zwar aus Kerstadt selber, dem Stadtteil, wo wir jetzt hier gerade sind. Und dann geht's nach Winfeld. So, ich habe jetzt bewusst mal. Ich bin jetzt mal bewusst, nachdem wir gesagt haben, wir fahren jetzt einen neuen Gelenkbus. Hey, wir kriegen jetzt einen neuen und Stadtteil. Fahren wir jetzt mal mit dem Gelenkbus. Ach ja, alles ein bisschen länger wurde auf einmal. Ich zeige mal die ganzen Stadtteile, die wir hier so haben. Ja, die Mission heißt Expansion. Und ist relativ easy zu schaffen. Wir müssen eine Route erstellen, die wir jetzt gerade fahren. Das sind, wie gesagt, diese 4 Haltestellen. Und danach heißt es für uns das ganze Ding einfach nur Zeittag erreichen. Mehr ist es eigentlich nicht. Wir fahren sie jetzt einmal komplett. Der Vollständigkeit halber. Gerade wenn ich auch noch mehrere Dings, wo ich so 5-6 Dinge habe, wo ich dann 1-2 Zeittage machen muss, machen wir die Zeittage, damit es nicht so ewig dauert. Hier ist es wirklich nur diese eine Route und dementsprechend ist es kein Problem. Sonst würde die Folge höchstens 5 Minuten dauern. Das wäre ein bisschen arg kurz. Und diese Mission ist mehr oder weniger nach den ganzen fahre das und das in Minuten, so und so viele Minuten. Die Folge ging übrigens nur knapp eine halbe Stunde letzte Folge, aber wir 35 Minuten brauchten. Gut, ich habe abgesehen davon, ich habe ein bisschen Vorsprung gehabt. Dementsprechend ist es natürlich weniger geworden. So, jetzt fängt es auch an zu regnen. Also haben wir eine Mission. Aber egal. Nicht schlimm. Und ich glaube, so ein Zahltag hier auf dieser Route zu erreichen, sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn wir das dann haben, dann haben wir die Mission abgeschlossen. Und dann kannst du schon morgen schon wieder eine neue Mission. Dann um 16 Uhr, ihr kennt das ja. Was ein unnötiger Scheiß. Bin ich voll im Zaun geradelt. Und ich weiß auch nicht warum gerade. Schau ich mal die Kurve da ein bisschen war. Aber egal. Es war jetzt ein unnötiger Aktion, muss ich sagen. Zur letzten Runde. Ich sage, ich weiß nämlich dann Windfield West und dann haben wir den ZOB und dann haben wir schon Feierabend. Haben wir schon wieder mehr oder weniger Feierabend hier. Zeittag bekettet hier. Fahrgastzeittag, ja. Na klar. Komm, wir haben ein bisschen Zeit. Ein bisschen habe ich mir den Bus an den Zaun gesetzt, haben, bis wir ein bisschen hier. Ohne die ganze Paukerei. Ja, manchmal. Hilfe. Ich will eigentlich. Wollte eigentlich die ältere Dame ein wenig kontrollieren. Oh nein. Tja, du hast faktisch kein gültiges Ticket. So, du hast doch eins. Du hast eins, sehr gut.
Tür schon zu. Und da geht's weiter. So, nächste Haltestelle ist Whitfield West. Dann hüpfen wir mal rüber zum ZOW und dann haben wir es. Ja, ich hatte es bei dem Ding jetzt tatsächlich nicht mehr Bock drauf, noch ewig zu warten. Der Vortrag Schrödingers Katze und die Stringtheorie handelte weder von Katzen noch vom Stricken. Das hatte ich nicht erwartet. Die Stringtheorie hat auch nichts beim Stricken zu tun. Was es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Es wurde bei Big Bang Theory, glaube ich, ein paar Mal erklärt. Aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Die Serie habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Könnte eigentlich mal wieder. Aber gerade bei Netflix wieder sind. So, Whitfield West. Und Bezahltag. Hallo, hier ist Michael Bach. Gute Arbeit. Wir haben sehr positive Rückmeldungen von den Anwohnern bekommen. Ich habe bereits die nächste Aufgabe für dich. Okay. Sowohl Stadt als auch Bund wollen den Austausch zwischen Studenten und Technologieunternehmen fördern. Endlich haben wir auch Universität eine und Tchaikovsky Industries mit dem Gewerbegebiet verbinden. So. Neben dem Etablieren von neuen Routen sollen wir auch dafür sorgen, dass die Nachfrage nach Busverbindungen steigt. Das ist eine umfangreiche Aufgabe. Von daher sollten wir gleich mit den Kernstadthaltestellen anfangen. So, ja, die Mission ist durchgeploppt. Auch das kann theoretisch wieder an einem Tag erledigt sein. Das kann aber auch ein bisschen sich ziehen, weil Kerstadt soll auf Schiffe 2 ausgebaut werden. So, jetzt haben wir zum ZOB hoch. Das sage ich jetzt blöd, dass ich jetzt aussteigen muss. Habt ihr gerade den blauen Lieferwagen gesehen, der da mal kurz eben alles überholt hat und dann kurz vor dem Gegenverkehr wieder rein ist? Ja, auch das habe ich durchaus schon mal live erlebt. Vor nicht allzu langer Zeit. Es gibt da so ein paar Leute, die jagen mit ihren Transportern so mit 150 über die Landstraße, fliege an dir richtig regelrecht vorbei in der Kurve und dann ziehen sie knapp vor dir wieder rein. Warum? Ich sag jetzt nicht, wer von welchem Arbeitgeber. Letztendlich ist es auch wurscht. Aber bei den Leuten weiß ich nicht. So, wir müssen hier rechts auf die Parallelstraße. Es gibt leider keine Möglichkeit, jetzt gerade hier runterzufahren. Wahrscheinlich müssen wir da hinten nämlich. Ja, wie gesagt, die nächste Mission ist relativ zeitnah zu erreichen, das ist kein Problem. Aber auch die kann sich ziehen, weil. Alter, da habe ich die Kurve viel zu eng, bin ich zu viel zu eng in die Kurve rein. Ich hau irgendwelche Dinge teilweise raus. Verstehe ich nicht.
hast du das Zentrum von Sonnstein in der neuen Vorschau für Winter der Leidenschaft erkannt? Nö. So, wir sind komplett unterwegs zum ZOB. Und dann haben wir sowohl Missionen als auch Route abgeschlossen. Und dann haben wir so. Können wir schon die nächste Mission angehen. Das wird wieder so ein zähes Ding, weil da wieder heißt Kerlstadt komplett auf 2 aufwerten. Airport ist es schon. Aber Kerlstadt, das könnte tatsächlich ein bisschen dauern. Aber es kann auch relativ zeitnah gehen. Ich muss mir die Mission angucken. Ich habe die jetzt auch nur im Vorbeigehen angeguckt. Da hat halt gerade schon eingangsmäßig aufgeploppt ist. So, Schafetta fehlt, das ist schon absolut richtig. Wo sind wir denn überhaupt? In Seaside. Hey. Moin Sepp! Was? Ich weiß, dass ich es war. Ich bin immer ein bisschen ungeduldig, also zumindest was das Spiel hier betrifft. Weil ich will immer solche Sachen immer relativ gerne und ich hasse das, wenn ich dann noch 3 Jahre im Stau stehen muss. Gerade wenn ich merke, dass NPCs das ein bisschen unnötig angehen. Ich das schon mal hatte, dass sie da teilweise in der Kreuzung mitten in der Kreuzung stehen bleiben. Du willst links abbiegen, sie kommen dir entgegen, bleib mit auf der Kreuzung stehen. Dass sich jemand in den Bergen verlaufen hat. Hä? Okay. Ja. Meiner Meinung nach war das jetzt nur ein frühzeitiges Blinken, aber das sollte ja mal verstehen. Ja, das Stück, das zieht sich. Aber ich glaube, jetzt sind gleich da. Da oben schon die Haltestelle. Ich glaube, das könnte sein, dass wir jetzt am ZOB sind. Ja, sind wir. Das Lustige ist, es ist eigentlich keine Abbiegerspur. Die biegen eigentlich alle komplett rechts ab. Ja, warte mal, ich zieh mal hier gerade rüber. Ich weiß, fahr ich die Kurve ein bisschen beschissen an. Gerade weil das Wetter wahrscheinlich ist, aber auch im Wetter ein bisschen. Und so gelenkt, es ist ja nicht schwer, nicht einfach zu fahren. Ich habe es ja selber schon gemacht. Habe ich ja schon gesagt. Und man merkt es teilweise. So, jetzt ist es egal, wo wir ranfahren, glaube ich. Und da sind wir. So,
Weil ich da gerne was ausgebaut werden. Tschüss. Zentraler Busbahnhof. Nehmen wir den mal. Machen wir den mal gerade hoch. So. Und damit haben wir die Mission auch abgeschlossen. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Ich gucke mal die gerade kurz an. Verbinde die. Okay, Industrie. Verbessert die Situation von Kerstadt. Ach, Kerstadt hat jetzt tatsächlich. Okay. Sind ein paar dabei. Ja, es sind aber nicht viele. Guck mal, Windfeld. Windfeld Ost, das sind nur ein paar Haltestellen, das ist nicht viel. Das kann man in durchaus einer Folge schaffen. Naja, wir kriegen es hin. Irgendwie schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Studentenaustausch.